Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk. Im letzten Part haben wir ein bisschen angefangen, weiterhin für die Polizei aufzuräumen und haben auch für Regina noch das eine oder andere erledigt, was uns echt gutes Geld gebracht hat tatsächlich. Und wir haben zum Schluss dann unseren letzten Street oder unseren ersten Street Fight gemacht. Das war aber unsere letzte Amtshandlung quasi. Und wir mussten direkt irgendwie gegen Zwillinge antreten, was ich halt irgendwie echt krass fand. Wir haben eine neue Hose. Cool. Aber die waren jetzt halt irgendwie echt einfach. Ich glaube, ich habe zwei oder drei mal zugeschlagen und dann waren sie down. Also irgendwie so... Na ja, gut, wir wollen uns mal nicht beschweren. Und jetzt möchte ich mich gerne mit der Militech-Agentin treffen. Die anderen Streetfights können wir noch nicht machen. Ich zeige euch das einmal kurz, denn wir haben das Problem, dass Watson immer noch abgesperrt ist. Hier steht das. Nimm nach Aufhebung der Sperrung von Watson an weiteren Kämpfen teil. Genau. Das verhindert ja tatsächlich auch, dass wir hier quasi mit Wakako sprechen, die ja uns diesen ersten Auftrag, den wir hatten, fabriziert hat, zugebracht hat, wie auch immer. Dementsprechend hängen wir da gerade ein bisschen fest. Okay, wir haben die letzten Male gar nicht so viel in der Datenbank gelesen. Das wollte ich mit euch jetzt aber noch einmal tun. Wir machen das hier einmal alles ein bisschen kleiner. So, gucken wir mal, ob wir neue Personen haben. Nein, aber über die Orte wollte ich ein bisschen mit euch mal was lesen. Hier so Night City und ihr Umland. Die Stadt der Träume wurde in den 1990er Jahren von Visionären und Industriellen Richard Knight gegründet. Als die Welt Ende des 20. Jahrhunderts ins Chaos stürzte, träumte er von einer modernen Metropole ohne Kriminalität, Armut und Korruption. Unternehmenspartner wie Arasaka, IBM und Petrochem halfen ihm mit Investitionen bei der Verwirklichung dieser Vision. Es entstand die freie Stadt Night City, die sich zu einem Hafen für junge Idealisten und andere Träumer entwickeln sollte. Und sowohl Richard Knight obwohl Richard Knight bald ermordet wurde und seit der Stadtgründung Generationen von Menschen auf der Suche nach Ruhm, Geld und Freiheit bitter enttäuscht wurden, hält sich die Legende der Stadt der Träume bis heute hartnäckig. Night City hat alles, von enormen Wolkenkratzern, branchenführende Megakonzernen über Luxusvillen berühmter Weltstars bis hin zu gesetzlosen Vierteln, in denen täglich neue Kriege beginnen. Du begegnest Söldnern, Gangs und berühmten Rockern, aber auch Junkies, Obdachlosen und Cyberpsychos. Du stehst im Schatten kolossaler Megagebäude und verläufst dich im Labyrinth aus Straßen, Gassen und Märkten. Du wirst deine Träume verwirklichen, aber bei dem Versuch sterben. Das ist schon echt hart. Haywood hatten wir schon gelesen. Wir sind ja aktuell, Watson ist ja so der Bezirk, in den wir gerne rein wollen, der abgeriegelt ist. Und ich denke, wir werden uns jetzt nochmal hier mit den drei Bezirken beschäftigen und die Unterbezirke irgendwann anders machen. Aber dass wir so Stück für Stück quasi die Orte kennenlernen, auch wenn wir da noch nicht waren. Aber dass wir grob wissen, was da auf uns zukommt. Westbrook. Die meisten Bewohner von Night City halten Westbrook für den besten Wohnbezirk der Stadt. Schließlich leben hier die Wohlhabenden und Einflussreichen im idyllischen North Deck, dem wohl schönsten Viertel in ganz Night City. Auch Charter Hill, die Heimat ambitionierter Konzerne auf dem Weg nach ganz oben, hat seinen ganz eigenen Charme. Japantown hingegen gilt als Night Citys Partybezirk. Da waren wir ja, glaube ich, auch schon. Heute will jeder in Westbrook leben, aber so war es nicht immer. Vor über 50 Jahren wurde der Teil von Westbrook, der an Stadtzentrum grenzt, durch den Anschlag auf Arasaka im Jahr 2023 stark beschädigt. Die Druckwelle der Bombe zerstörte Japantowns Hochhäuser und hinterließ nichts als geisterhaft verbogene Gebäudeskelette, die über die nächsten Jahrzehnte das Stadtbild prägen sollten. Charter Hill und North Oak, es heißt North Oak, ne? Sieht aus wie ein D, wurde von Flüchtigen überrannt, deren hastig errichtete Zelte die Hänge bedeckten. Als man in den 2040er Jahren endlich mit dem Wiederaufbau begann, wurden die Ruinen der Megagebäude nach und nach durch prächtige Monolithen vornehmlich asiatischer Konzerne ersetzt, wodurch Japantown seinen früheren Glanz zurückerhielt. Auch Charter Hill wurde auf Vordermann gebracht und man errichtete Häuser für Konzernangestellte. Die Flüchtlingslager in North Oak hielten sich hartnäckiger, waren den Stadtbehörden jedoch immer ein Dorn im Auge. Die Kriminalitätsrate war rekordverdächtig, teils schlimmer als im Kampfgebiet. Schließlich wurde jedoch auch dieses Gebiet mit der Hilfe von Söldnern befriedet und entwickelte sich kurz darauf in das North Oak, was wir heute kennen. Das exklusiveste und sicherste Gebiet in ganz Night City. Und der Bezirk Watson. Watson sollte einmal das Herz von Night City werden. Vor einigen Jahrzehnten investierten japanische
Batsus Millionen von Euro-Dollar in Wolkenkratzer, Nachtclubs, das Med-Center und Industriegebiete im Norden. Alles, um dem Bezirk zur Unabhängigkeit und Wohlstand zu verhelfen. Doch alles änderte sich, als Arasaka nach dem Vereinigungskrieg in die Stadt zurückkehrte. Der Konzern überrollte all seine Wettbewerber. Der stabile finanzielle Sektor fiel weg und Watson brach zusammen. Die Arbeitsplätze im Northside Industrial District lösten sich in Luft auf und Arasaka nutzte die Gunst der Stunde, um all die billigen Grundstücke aufzukaufen. Wer Arasaka kennt, weiß, dass der Konzern nichts ohne Grund tut und in diesem Fall wollten sie den Zugang zum Hafen. Heute ist Watson einer von Night Citys ärmsten Bezirken, in dessen Northside-Gebiet heillose, unterbezahlte Arbeiter leben. Okay, ich denke, das soll es auch dafür erstmal gewesen sein. Also hier ist halt auch wirklich nicht so schön. Ich weiß gar nicht, in welchem Bezirk wir uns gerade aktuell so richtig aufhalten. Steht tatsächlich auch nicht, ne? Nee, genau. Was ist das hier? Übergabeort. Für den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Ah, okay, das ist mein Auto. Hier kann ich mir was zu essen und trinken kaufen. Okay, also ich glaube, wir haben hier ganz gut aufgeräumt. Hier wäre noch ein Fixer. Da könnte man nochmal hin, aber ich denke, wir verfolgen jetzt erstmal hier, unseren Punkt, wo wir uns mit der Militech-Agentin treffen wollten. Ich finde, das ist auch ganz gut und das machen wir jetzt erstmal und dann können wir uns danach wieder irgendwelchen Nebenmissionen widmen. Ich rufe einmal unser Auto. Auto, komm. 11 Meter entfernt. Da ist es. Hallo, Auto. Ich mag mein Auto. Ich finde es gut. Ich bleibe auch mal bei dieser crazy Fahrtsicht. Ich finde es halt irgendwie ganz cool, auch gerade wegen diesem Wackelhund, der da ist. Ah, das ist die Handbremse. Das ist gut. Mit der sollte ich vielleicht öfter mal bremsen. Und dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Die Grafik ist ein bisschen, ist halt zwischendrin sehr crazy, muss ich sagen. Das finde ich halt gerade beim Autofahren, finde ich sie echt schlecht gemacht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den Kontrast für die Aufnahme so hoch gestellt habe oder ob das quasi einfach, einfach an der PlayStation 4 liegt. Ich meine, dass die Grafik hier nicht so besonders geil ist, das wusste man ja. Aber okay. Aber es sieht halt irgendwie, ich finde das Dach, diese Textur sieht halt ein bisschen crazy aus. Alter, wo treffen wir uns denn hier mit der? Was ist das hier für ein Gang, ey? Oh Gott. Ach ja, die wollte sich ja unter der Brücke mit uns treffen, ne? Okay, da ist sie. Dann steigen wir jetzt mal aus. Das ist sie, glaube ich. Ist sie das? Nee. Achso, das sind ihre... Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Ja, ich war das. Achso, warte. Ich kann es nicht mehr auswählen. Hallo? Hä? Was war das denn gerade? Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja? Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Gib Nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Ich kenne ihn nicht. Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lasst mich sofort gehen, sonst... Wie könnt ihr loslassen? Ich will wissen, was sie zu sagen hat. Okay, hätten wir nicht einfach noch mal reden können? Das Krasse ist, ich konnte ja nicht mal eine Antwort auswählen vorhin.
Entschuldigung, schreib mich nicht so an. Als ich die Möglichkeit hatte, das war so schnell weg, tatsächlich. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ey, was ist denn mit dir? Ey, hallo? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Okay. Klingt zumutbar. Bin dabei. Okay, verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, erhalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle den Sicherheit Hacken, um die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Okay. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Was für eine Bitch, ey. Was für eine Bitch. Du machst einen Fehler. Die Schlappe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Okay, was eine Bitch. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal den Splitter an. Wo ist mein da? Splitter. Ach, die haben wir doch. Genau, das hatten wir doch. Danke dafür, dass sie unsichtbar bleiben. Kannst du mit der Ware die 50... Hä, wo habe ich das denn her? Archiviert das Gespräch von den beiden. Die nächste Woche 200 raus. Scheiße, ich nehme auch 300. Glitter meine ich. Zwei Sachen noch. Kops alles besprochen. Naja, okay, du hast sie bezahlt. Verprügeln, umlegen. Das hatten wir doch. Oder so ähnlich. Hä? Wo kommen denn diese ganzen neuen Gespräche her? Haben die Eddiesmann sind unterwegs. Okay, ja gut. Geburtstagsgeschenk für Shiro. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du Vollspinner. Wir wünschen dir alles Gute und haben ein kleines Geschenk für dich. Du bekommst von uns Glitter. Nimm das ganze Zeug nicht auf einmal und ein paar andere spaßige Kleinigkeiten. Wir hoffen, dass das zu einer geilen Party wird. Wir werden versuchen, auch vorbeizukommen. Aber wir können nichts versprechen. Im Labor müssten wir die ganze Zeit Überstunden schieben, um die Glitterscheiße in Massen auf die Straße zu bringen. Die Nachfrage ist überkrass. Im Moment. Wenn du es ausprobierst, verstehst du aber auch warum. Ganz liebe Grüße von deinen Chomps aus der Rovinch Street. Ich weiß gar nicht, wo die gerade alle herkommen. Okay, da ist der Meditech-Datensplitter. Den wollen wir gerne Sicherheit hacken. Okay, Data Mining Malware. Entferne die Malware vom Splitter. Das müssen wir zuerst machen. Erstelle eine Kopie des Demons. Okay, dann brauchen wir... das könnte funktionieren. 1CE9. Okay, das eine haben wir zumindest. Kann ich das jetzt... Okay. Eddies auf dem Cratchip sind gesäubert. Okay, kann ich da jetzt nochmal ran? Weil ich habe jetzt ja erstmal nur eins gemacht. Kann ich da noch... Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, ich hätte mich wahrscheinlich für eins entscheiden müssen. Aber das, wie gesagt, da muss man erstmal so ein bisschen durchsteigen. Okay, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier. Da ist... Trifft dich mit Jackie. Was ist hier? Was ist das für ein komisches Ding? Unentdeckt, Gefahr hoch. Okay. Genau, also die Gefahren, das habe ich jetzt auch gecheckt. Also Mittel ist quasi unsere Stufe, hoch ist ein bisschen stärker. Ich denke, wir werden jetzt erstmal auch zu Jackie fahren, tatsächlich. Und dann gucken, was er zu der ganzen Geschichte sagt. Und dann gucken wir, wie gesagt, mal, was dabei rumkommt. Also ich will die Hauptstory, wie gesagt, ja auch noch ein bisschen verfolgen und nicht komplett außen vor lassen. Auch wenn man sich, glaube ich, mit diesen ganzen Nebenmissionen und Open-World-Aktivitäten echt... gut, oh, nicht dagegen wachsen, beschäftigen kann, aber ich versuche das, ich möchte das gerne irgendwie im Gleichgewicht machen. Vielleicht, also es ist, ich denke, das kommt eh immer so ein bisschen unterschiedlich. Da, es ist halt, ja, so wie es gerade kommt. Also klar, alles, was auf dem Weg liegt, das nehmen wir dann auch gerne mit, würde ich sagen.
weil warum soll ich das dann irgendwie liegen lassen, wenn ich mich da auch noch parallel drum kümmern kann? Wir kriegen ja auch immer mal wieder Aufträge. Da muss ich rein. Ups, ich will mir nicht das Auto zerschießen. Oh, ich bin zu... Okay, zu spät rein. Ist ja gar kein Thema. Wir müssen da wahrscheinlich... Oh, bin ich irgendwo gegengefahren? Nein, ich wollte das nicht. Okay, hier ist die Straße. Ist das die Straße? Ah, okay, ja, das habe ich jetzt so nicht als Straße erkannt. Aber gut, weil hier so komische Dinge rumstehen. Gar kein Thema. Oh, hier ist irgendwas im Gange. Kurz aussteigen. Da ist ein Überfall. Da würde ich mich gerne drum kümmern. Da. Genau da tatsächlich. Das ist ein Gauner, den möchte ich gerne dich... Du bist auch ein Gauner, markieren. Das ist, das kann ich zum Explodieren bringen. Da hinten ist auch noch einer. Okay, was ist das? Gar nichts. Aber hiermit kann ich was tun, ne? Was ist das? Das ist ein Flutlicht. Fehlfunktion oder überladen? Okay. Hier haben wir doch auch noch irgendwas, was wir mit dem wir arbeiten können, ne? Ablenkungsmanöver. Antenne. Ist das nicht irgendwas, was ich wirklich benutzen kann? Eine Mikrowelle. Die kann ich explodieren lassen. Okay. Kann ich mit dir irgendwas tun? Naja, na. Das ist ein Müllcontainer. Da könnte ich theoretisch jemanden beseitigen. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt hier erstmal runter. So, dass der uns im besten Fall nicht sieht. Okay. Und da ist auch noch einer. Verdammt. Den habe ich nicht gesehen. Shit. Okay, dich markieren wir auch nochmal. Was ist das? Spontanbedarfsfüllungsmaschine. Okay. Der bewegt sich. Das Problem ist, ich müsste die anderen irgendwie ablenken. Wir machen hier mal das Breach-Protokoll, dann ist das für mich wahrscheinlich günstiger. So. Zack. Okay, verringert die Speicherkosten. Das ist nämlich immer wichtig, finde ich zumindest, weil ich das auch immer noch nicht einschätzen kann, wie viel Speicherkosten wir da haben. Dann machen wir jetzt hier ein Ablenkungsmanöver. Was für eine Scheiße geht hier ab? Und da hinten konnte ich doch auch noch ablenken, oder? Ah, verdammt. Kann ich den? Den kriege ich aber von hinten nicht gepackt, ne? Den muss ich irgendwie auch noch ablenken. Ich weiß nur noch nicht, wie. Habe ich hier irgendwas, wo ich den ablenken kann? Ist sicher. Müssen wir noch mal kurz gucken. Weil das Problem ist, die anderen werden mich definitiv sehen, wenn ich den mitnehme. Den könnte ich dahin ablenken. Das ist für den, okay. Kann ich hier noch irgendwen ablenken? Nee. Guckt der mich eigentlich an? Ich weiß es nicht. In welche Richtung guckt der denn? Der guckt weg. Machen wir es so. Ich könnte mich mal. Waffe. I need a Waffe. Okay. Ja, dann machen wir das hier wieder mit Waffengewalt. Das nützt halt nichts. Ich habe es halt still und heimlich versucht. Aber das hat halt nicht funktioniert. Ist aber auch egal. Ist nicht so schlimm.
Ich habe nämlich, eigentlich sind meine Waffen auch gar nicht so schlecht. So. Okay, wir nehmen trotzdem jetzt hier nochmal so einen Teil. Okay, den kann ich gerade nicht sehen, aber dann kann ich den da hinten noch weiter. Okay, wir machen das anders. Ja, komm hoch, komm. Komm. Komm hoch. Kommst doch eh gleich hoch. Kopfschuss. Ja, komm her, komm. Verdammt. Okay, der hat sich da versteckt. Dann beeilen wir uns jetzt hier nochmal irgendwie rum. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Komm schon. Okay, so noch ein. Wir brauchen da nochmal bessere von tatsächlich. Okay. So, Kumpel. Du bist der Letzte. Komm raus. Shit, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Okay, gut. Ihr Lieben, ich stelle die Gamma-Werte nochmal ein bisschen runter, weil das ist echt eklig für mich zum Zugucken. Dann ist es vielleicht bei euch zwar ein bisschen dunkler, aber für mich ist das echt fies. Ich guck mal kurz, wie wir das einigermaßen hinkriegen für beide Seiten. Ja, das ist, nee, es ist halt echt. Also es wird für euch ein bisschen dunkler sein vom Spiel her. Tut mir dann auch ein bisschen leid. Ich versuche das dann im Nachgang aufzuhellen, aber das ist mir sonst vom hier viel zu hell. Das ist so unrealistisch und so oll. Okay, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Okay, jetzt habe ich doch schon wieder mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Wir wollten eigentlich nur der Hauptstory folgen, aber wenn wir quasi an so einem Ding hier vorbeifahren, kann ich ja auch irgendwie nicht Nein sagen, ne? Das finde ich, das kann man auch echt nicht. So, da gibt es noch ein bisschen Geld für uns. Hier nehmen wir auch einmal alles mit. Easy. Okay, oh, wir haben einen neuen Splitter. Achtung, brennbare Materialien. 100 Gasflaschen mit Stickstoffmonoxid fürs Lagerhaus, aber Vorsicht, erhöhtes Brandrisiko wegen Verschleiß. Okay, kam da gerade noch ein neuer Splitter rein? Nee, das war nur der eine, oder? Ja, okay, der ist einfach nur mehrfach angezeigt worden. Okay, gut, dann schnappen wir uns hier nochmal den Rest. Ah, ist verschlossen. Okay, kommen wir nicht rein. Ah, ich hätte das alles anschießen können. Ich hätte das alles nutzen können und habe es irgendwie nicht geschissen gekriegt. Also manchmal sollte man einfach seine Umgebung tatsächlich besser nutzen. So, das nehmen wir auch alles mit. Aber nun gut, ja. Dafür haben die mir das Auto durch die Gegend gesprengt. Ist halt ein bisschen oll, aber gut. So, das können wir mitnehmen. Nehmen wir mit. Dich habe ich geplündert. Dich nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Dich, da nehmen wir die Goldkette mit. Und hier haben wir auch noch eine Waffe. Okay, so. Dich müssen wir noch looten. Neuer Splitter. Den können wir gleich lesen. Koichi. Leute, hört mal her. Die halbe Stadt fährt gerade auf Glitter ab und uns gehen die Materialien aus. Wir brauchen Nachschub. Sofort. Fang mit den Chemikalienlagern an. Gibt ja genug von denen in der Stadt. Am besten zuerst die schlecht bewachten, vor allem in Kabuki. Am dringendsten brauchen wir die Stickstoffmonoxid, Atenolol, Epinephrin und Lysergsäure. Strengt euch mal ein bisschen an. Der Befehl kommt von ganz oben. Okay. Das war das, was wir gebraucht haben wahrscheinlich. So, hier vom Ausschalten.
Da liegt noch was. Oh, ein Fächer. Okay, also ich glaube, wir haben das, was wir für die Polizei brauchten, haben wir gefunden. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder hoch zu unserem Auto und fahren zu Jackie. Das war ja eigentlich unser Plan. Dann kam dieser Überfall dazwischen und hat das Ganze vereitelt. Aber finde ich auch, auch überhaupt nicht schlimm tatsächlich. Wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen umguckt, genau dafür ist das Spiel ja da. Dass man hier auch ein paar andere Dinge tut. So, einsteigen und ab zu Jackie. Ich hoffe, wir kommen da auch gleich runter. Sieht nämlich irgendwie tricky aus. Aber doch, das sieht gut aus. Okay, dann fahren wir da jetzt rauf. Würde ich sagen, genau. Okay, ich bin gespannt tatsächlich. Also dieses Autofahren, die Grafik ist halt echt für den Arsch, muss ich sagen. Also auf gut Deutsch gesagt. Okay, hier sollte Jackie irgendwo stehen. Hier drüben. Ja, dann halten wir doch da auch hinter ihm an, würde ich sagen. Okay, ja, ist jetzt nicht schön geparkt, aber selten. Oh, du hast ein Motorrad? Ich hasse dich. Da bist du ja. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ja, was gibt's zu T-Buck? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Buck? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Okay, musstest du jetzt lange auf mich warten? Ich musste noch einen kurzen Raub verhindern, beziehungsweise etwas Schlimmes. Wartest du schon lange? Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Okay. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn den Bot ab, bezahlen nochmal, aber mit Militärkredit. Glaub kaum, dass es glatt läuft. Dauert das lange? Oh, hallo, Entschuldigung. Ich glaube kaum, dass das glatt läuft. Aber ich würde sagen, wir lassen Militech dafür zahlen. Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay. Ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du so weit bist. Ah, okay, er wartet jetzt so lange hier auf mich, bis ich sage, okay, Strike. Da ist ein Überfall im Gange. Hä, hey, den habe ich doch... Ist da noch einer? Da ist ein Ripper Dog. Netrunner... Ach genau, Kabuki-Markt, bei der waren wir ja schon. Komm, wir machen es einfach. Wir machen heute Hauptstory. Ich finde, das ist gut. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut. Wir speichern vorher nochmal, wenn ich das kann. Genau. Fangen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Begeh dich zum Tor von Foods. Achso, das ist hier quasi. Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Also beim Plan gerade. Kenn euch nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen Scheißtermin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Oh, das heißt nichts Gutes. Das ist doch ein Geschütz. Das sind Sicherheitshüllen. Die werden doch 100 pro gleich auf uns schießen, oder?
wir machen mal ein Breach-Protokoll. Und dann schalten wir uns die erstmal aus, würde ich sagen. Weil ich habe keinen Bock, mich von denen zersieben zu lassen, tatsächlich. Gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Als ob die uns da wirklich... Die lassen uns doch hier niemals durch. Willst du mich veralbern? Okay, ich gehe jetzt aber erstmal hier rein. Wie gesagt, es ist hier ein bisschen dunkler. Ich versuche das dann reell aufzuwerten. Aber wenn ich das noch höher stelle vom Licht, dann sehe ich hier... Also ich sehe hier selber auch schlecht, deswegen. So, was haben wir hier? Buddhismus und Cyberware. Das lesen wir gleich mal. Interviewer. Die meisten... Buddhismus und Cyberware. Eine andere Sichtweise. Interviewer. Die meisten von uns erscheinen... Von uns erscheinen die Regeln des Buddhismus gelinde gesagt rätselhaft. Wie erklärt man einem Durchschnittsbürger von Night City, warum Bhikkhu wie sie sich weigern, kybernetische Technologie in ihrem Körper zu implantieren? Mönch, es ist nicht so, dass wir uns weigern. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte, solange diese Entscheidung andere nicht schaden. Allerdings halten sich Bhikkhu an strengere Regeln wie den Verzicht auf Cyberware und Erleuchtung zu erreichen. Interviewer. Aber wie erklären Sie das? Inwiefern beeinträchtigt die Kybernetik Ihren Pfad der Erleuchtung? Mönch, nun. Kurze Pause. Es sind mehrere Dinge, aber vor allem Ihr vager, ungewisser Zustand. Anders kann ich es nicht in Worte fassen. Fragen Sie sich selbst. Was ist ein Implantat? Ist es ein Teil Ihres Körpers? Ein unpersönliches Objekt? Interviewer, Sie fragen mich. Schätze, es kommt darauf an. Mönch, ganz genau. Bhikkhu beschränkt ihren Besitz auf eine Kutte, einen Schirm und eine Schale für Almosen. Alles andere ist nur Ablenkung, die sie oder ihn an der Loslösung vom Leid der Welt hindern. So sagen wir zum Beispiel, dass eine synthetische Hand nur eben das ist, eine Hand, Teil ihres Körpers. Doch was, wenn in ihr eine Uhr installiert ist oder eine Klinge? Interviewer, ich glaube, jetzt verstehe ich. Man kann also keine klare Linie ziehen. Mönch, Besitz, besonders derart persönlicher, wirkt ablenkend und vernebelt den Verstand, wodurch dieser der Erreichung wahren inneren Friedens entrissen wird. Ich denke, das Phänomen der Cyberpsychose ist dafür Beweis genug. Okay, ja. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich schalte den Geschützturm tatsächlich aus. Kann ich den auch ausschalten? Ja. Achso, ich habe sie jetzt beide ausgeschaltet. Das ist gut. Ich möchte nämlich nicht, dass mir die im Zweifel nachher irgendwie... Ich habe noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Alles Militech. Die Psychomorgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrönt. Das kann ja heiter werden. Das wird bestimmt heiter. Hier liegt auch noch ein Splitter rum. Den stecken wir auch gleich ein. 1000 Schläge pro Sekunde. Ich konnte meine Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshis ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie, direkt vor mir, die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitiertem Synthhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von Future Tech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nichts als Imitate, gesteuert von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hat es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal? Alex, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit einem seltsamen, echt klingenden, panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben. Wirklich. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so ist, wie ich dachte, antwortete ich teils ängstlich, teils verbittert. Und ich und mein ewiges Pech. Der erste und letzte Kerl, dem ich komplett verfalle, entpuppt sich als verdammtes Motherboard auf Bein. Nein, da liegst du falsch, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. Moment, hast du komplett verfallen gesagt? Meine Kardioimplantat schlug immer schneller. Ich errötete. Hatte ich Unrecht? Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Cadillacs?
Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hat er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschaffen. Die Frage war nur, warum? Oh, krass. Also diese kleinen Stories, ich liebe die ja tatsächlich. Ich finde das super schön und das macht auch recht viel aus. Sorry, Jackie, ich wollte dich nicht stehen lassen, aber ich kann nicht an diesen Dingern vorbeigehen, ohne sie zu lesen. Und da liegt der nächste Splitter. Was ist das? Ist Cyberpsychose heilbar? Ist Cyberpsychose heilbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Noch vor wenigen Jahren setzten massenhaft die sogenannten Braindance-Therapie ein, um Kranke zu retten, ehe es zu spät ist. Dabei wurde der Patient auf einen speziellen Stuhl gesetzt und an ein Gerät angeschlossen, das alle Implantate deaktivierte. Danach wurden Elektroden angebracht, wodurch der Patient in eine koma-ähnliche Braindance-Sitzung versetzt wurde. Darauf folgten Medikamente, Psychochirurgie und Aversionstherapie. Diese Methode zielte darauf ab, alle neuronalen Verbindungen des Patienten zu trennen und wieder zusammenzufügen, um den ehemaligen Cyberpsychos wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Nach Abschluss der Therapie waren zwar keine Symptome für Cyberpsychose mehr feststellbar, aber die frühere Persönlichkeit des Patienten war mit ihnen verschwunden. Aber keine Sorge, heute gibt es bessere Methoden. Jedenfalls wollen sie uns das weismachen. Okay, krass. Ja, da bin ich ja auch mal gespannt, weil Regina will ja auch noch, dass wir Cyberpsychos für sie fangen. Und die will die auch gerne lebend. Also anscheinend ist sie da ja auch irgendwie, ja, hat sie da ja auch irgendwie so einen Plan oder so. Hm. Keine Ahnung, was sie da vorhat, aber es gibt ja einen Grund wahrscheinlich, warum sie die lebend von uns haben will. Okay, hier liegt... Ach, es ist so dunkel hier, ey, tatsächlich. Alte Dose. Okay, da geht's weiter. Dann gehe ich aber erst hier rein. Da komme ich nicht drunter durch. Okay. Sehr gut. Hier ist noch ein Splitter. Huch, ich komme nicht ran. Was ist das? 75 Jahre Cyberware von Tsutomu Takashi. Einführung. Oh Gott. Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beins oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete, mit einer dauerhaften Behinderung körperlicher Beeinträchtigungen auf chronischen Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster, zum Beispiel bei der Jobsuche, und unbewusster, zum Beispiel fehlende Zugänglichkeit durch schlechte Infrastruktur. Heute ist der Verlust von Arm oder Bein nur mehr ein lästiges Übel, vorausgesetzt, der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Vor einem Jahrhundert war es Arbeitgebern erlaubt, ihre Mitarbeitern Dresscodes und Frisuren vorzuschreiben bzw. Piercings und Tätowierungen zu verbieten. Es war gang und gäbe, Arbeitnehmer mit illegitimen Mitteln zu höherer Produktivität anzutreiben, beispielsweise mittels Anti-Schwangerschaftsvorschriften. Gleichzeitig war es damals weder gesetzlich erlaubt noch anders möglich, sich näher mit dem Körper seiner Mitarbeiter zu befassen. Mit dem Aufkommen der Cyberware in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts begannen Arbeitgeber, ihre Mitarbeitern Vorgaben hinsichtlich Haut, Knochen, Muskel-, Organ- und Augenersatzproduktion zu machen, um so Leistung und Effizienz zu steigern. In Extremfällen werden Angestellte im Sicherheitssektor dazu angehalten, sich einer sogenannten vollen Körperkonversion oder voller Cyborgisierung zu unterziehen. Vieles hat sich verändert, seit vor etwa 75 Jahren die ersten kybernetischen Implantate auf den Markt kamen. Einige Experten der Technologiegeschichte sind der Überzeugung, Cyberware beeinflusse den Fortschritt positiv. Andere behaupten das Gegenteil. In diesem Buch versuche ich, die guten wie schlechten Veränderungen für unsere Privat- und Berufsleben näher zu erörtern und in Zusammenhang zu setzen. Wie hat Cyberware uns in die heutige Zeit begleitet und wohin geht die Reise? Okay, so. Wir räumen hier einmal alles leer. Ich finde, das ist gut und richtig und wichtig. Dann gehen wir jetzt hier noch einmal hinten in die Ecke. Da ist nichts. Er ist jetzt schon vorgerannt. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind von hier gekommen, glaube ich, ne? Genau, hier bin ich irgendwo abgebogen. Okay. So. Das nehmen wir noch was mit. Oh, wir haben noch eine Hose. Da will ich jetzt einmal kurz gucken. Was die Hosen können, die wir jetzt noch mitgenommen haben. Die hat 11,7 Panzerung und die auch. Die sieht komisch aus. Ja, die gefällt mir besser. Wir nehmen die Hose. Okay. Gut, dann... er ist so schnell, ey. Antipersonenmine. Schrappenhellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar.
Dezent. Kann ich die... Nein, da kann ich nichts mit machen. Ich kann sie nur sehen. Okay, also die haben sich hier echt krass gesichert. Die haben echt Schiss, ne? Definitiv haben die Schiss. Da ist auch noch einer. Das wird ja sportlich, nachher hier rauszukommen, ey. Halleluja. Da ist noch was drin. Das nehmen wir auch nochmal mit. Oh Mann, ey. Jackie, ich hab Schiss. Da ist noch was wir mitnehmen können. Alte Dose. Oh, ich habe ein bisschen Bammel, ne? Tatsächlich. Da oben war gerade noch einer. Alter. Was kann er damit machen? Weiß ich noch nicht. Ah, da ist noch ein Splitter. All Foods, die Zukunft von Fleisch. All Foods Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringen All Foods eine neue Produktreihe auf den Markt, die ideale Ergänzung zu Etsy Beef sein werden. Die neue Fleischproduktion basieren auf Plattwurmkulturen, die nachgewiesenermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und den Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattwurm-Initiative All Foods nächstes erfolgreiche Generation Fleisch dingsens einläutern wird. Okay. Jackie, lauf doch nicht so weit vor. Oh, bitte. Oh, bitte, echt. Ich nehme hier erstmal alles mit. Auf jeden Fall habe ich noch ein Schema gefunden, das ist gut. Also ich hoffe, sie bringen mich jetzt nicht um, weil ich hier anfange zu räubern. Aber anscheinend sieht es bisher ganz gut aus, dass ich jetzt hier nicht so einen Ärger kriege. Gerade. Also ich kann mich hier... umgucken, das finde ich schon mal gut. Ich werde auch meine Waffe nicht ziehen. Ich möchte keinen Stress. Wirklich nicht, Leute. Möchte keinen Stress. Absolut nicht. Nie. Ah, da ist noch was. Wir haben Implantat, glaube ich, gefunden. Ne? Was war das? Wir müssen nochmal gucken. Also wir müssen irgendwie demnächst nochmal einen Ripper Dog aufsuchen, weil wir doch schon wieder ein bisschen was gefunden haben. Oh Gott, ihr könnt mich mal... Okay, hier ist noch ein Splitter. Handbuch einer Solo-Legende von Morgan Blackhand. Einführung. Du glaubst, du hast das Zeug zur Solo-Legende? Klar tust du das. Warum sonst solltest du dieses Buch lesen? Du willst Respekt, willst anderen Angst einjagen und du willst nach ganz oben. Vielleicht hast du mal gehört, dass mich jemand zitierte, dass man Schlachten mit nur einem Blick gewinnen kann, noch ehe auch nur ein Schuss gefallen ist. Tja, ich verrate dir was. Es ist möglich. Und du kannst es auch. Aber nur, wenn du die Eier hast, immer wieder durch die Hölle zu gehen und den Trip zu überleben. Tausende Gefechte, Millionen von Kugeln, hunderte Liter Blut. Deins inklusive. Das ist es, was dir bevorsteht. Außerdem brauchst du einen guten Ripper. Einen, dem du vertraust, der dein Kumpel fürs Leben wird und der dir jede Woche aufs Neue sagt, es ist ein Wunder, dass du noch nicht tot bist. Das wird er natürlich nur sagen, wenn du Glück hast. Heutzutage hält sich jedes Baby mit fetten Eisen... Thins-Lederjacken und Mikroraketenwerfern für den heißen Scheiß. Aber weißt du was? Nur weil du kalt, lächelnd ein paar Typen umgelegt hast, heißt das nicht, dass du ein guter Solo bist. Töten kann jeder. Ich kannte mal diesen Rockerboy, der die ganzen Konzernratteneinheit hochgejagt hat. Hat ihm das zum Solo gemacht? Nein, nur zur Leiche. Also, dann meinst du immer noch, dass du das Zeug dazu hast, die Geschichte aller Solos deinen Namen aufzudrücken? Gut, dann ist dieses Buch das Richtige für dich. Okay. Ihr seid crazy. Ihr könnt mich mal... Ich hab Schiss! Ich möchte nicht! Oh, es wird doch niemals gut für mich ausgehen. Kriege ich Ärger, wenn ich hier nach oben laufe? Bisher nicht, ne? Da steht noch... Ah, ich möchte dir nicht zu nahe kommen. Tschüss! Tschüss! Nein. Okay, Jackie. Okay. Cool bleiben. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Okay. Wo ist Royce? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram.
Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MC0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Auf Sofa. Setzen. Okay. Ihr seid ganz schön kacke. Ich wusste, dass das einfach keine gute Idee ist. Bevor ich mich setze, will ich mich einmal kurz umgucken. Bist du tot, verdammt? Wow, sorry. Alter. Geht auch für dich. Vielleicht. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel in Schlag hast. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Entzug. Was ziehst du? Skeef. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Oh Gott, ich weiß nicht. Nein, danke. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen, was, Prinzesschen? Ist er, der Flathead, Modell MT0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Okay. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Lenk. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Tja. Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Okay. Wir nehmen ihn. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Sehr guter Geschäftssinn. Also gut, du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Bist du etwa... Chill mal, hier sind sie. Einfach so?
Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Das ist er nicht tot. Auf, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüßen. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Kurzschluss oder was? Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk obendrauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cratchip hatte einen Virus. Keine Sorge, hab ihn entfernt. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, sauber. Weiß ich. Ich habe ihn ja sauber gemacht. Soll ich nicht hier mit irgendwem von euch reden? Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik. Ja, okay. Wenn das eine Scheißfalle ist, mach ich Anfleisch. Wir haben, was wir wollten. Okay, wir haben wieder einen neuen Vorteil und verfügbare Attributspunkte. Da kümmern wir uns aber später drum. Ich soll doch jetzt irgendwie noch mit dir reden, ey. Wieso kann ich... So ein Stück Scheiße. Kann ich jetzt mit ihm reden? Jetzt. Scheiße! Militech! Lass uns von hier verpissen! Geh nach! Okay. Ist sowieso eher ihr Stil. Ich will hier vorher noch mal ein bisschen was einpacken, tatsächlich. Den Split. Ja, ist ja gut, wir verschwinden gleich. Bartmoss ist schuld von Buckbeer. Wenn ich mir vorstelle, was das Net von Bartmoss war, sehe ich 1000 potenzielle Bedrohungen und 1000 Möglichkeiten. Natürlich war das gesamte System völlig instabil. Konzernrunner an einem Ende, unberechenbare Nachkriegs-KIs am anderen. Es war kein Wunder, dass die Finanzmärkte in den Keller rutschten. Virusmutationen die Runde machten und Runner ab und an in ihren Wohnzimmern frittiert wurden. Bartmoss sah das Net als Granate, die nur darauf wartete, dass endlich jemand den Stift zieht. Und genau das tat er am Ende. Scheiß drauf, oder? Soll die Welt ruhig brennen? Bartmoss hat das System gefickt und uns alle gleich mit. Seht es euch doch an. Die Konzerne stehen wie immer ganz oben. Die Blackwall, die uns nach dem Crash schützen sollte, ist nur ein weiteres Kontrollwerkzeug von Netwatch Arsenal. Vor Bartmoss war das Net ein ungezähmter Dschungel. Solange man sich in ihm zurechtfand, hatte man die Chance zu überleben. Man war frei. Seit Bartmoss eingreifen, ist das Net wie der Sicherheitscheck am Flughafen. Netwatch überwacht jeden Schritt, den wir tun. Überprüft Papiere und durchsuchen uns bis auf die Knochen. Oh, aber natürlich nur zu unserer eigenen Sicherheit. Okay, ihr Lieben. Ich werde jetzt einmal speichern und dann werden wir im nächsten Part verschwinden. Wie auch immer Militech uns jetzt finden konnte, keine Ahnung, aber wie gesagt, das, meine Lieben, werden wir erst im nächsten Part tun. Ich bin froh, dass wir das Ganze da ohne Krieg gelöst haben. Wir hätten uns auch richtig mit den anlegen können, aber das wollte ich nicht. Gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!